Emma, diese Stelle kennst du noch gar nicht. Schau hin, schau hin. Oh Mann, Emma, bist du schon am Schlafen? Oh, die pennt doch jetzt nicht, oder? Oh Mann, wie kann man so einen Film nur verpassen? Das ist der beste Film überhaupt. Na, ihr beiden, schaut ihr schön gemeinsam Fernsehen? Also ich schon, aber Emma nicht mehr. Die ist schon am Schlafen, Mama. Willst du sie nicht mitnehmen? Oh, ich sehe schon. Komm, Emmalein, ab ins Bettchen. Oh, du bist aber müde. Auf dem Sofa ist es doch viel zu unbequem. Komm, ich leg dich ins Bettchen. Schlaf schön, mein Spatz. Oh, jetzt bin ich doch fast über dieses Prinzessinnen-Schloss gestolpert. Ach, oh, gerade noch mal gut gegangen. Hm, Prinzessinnen-Schloss? Komm, ich wiege dich ein bisschen. Hm, wer wackelt denn da in meinem Bett? Oh, jetzt bin ich aufgewacht, Mann. Oh, entschuldige bitte, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Hm, Mama, wie siehst du denn aus? Total komisch. Was meinst du, Emma? So sehe ich doch immer aus. Nein, ganz und gar nicht. Und was hab ich überhaupt an, hm? Und warum ist meine Puppe auch Gold? Verstehe ich nicht. Wer hat mich denn auch in Geschenkpapier eingewickelt? Emma, also wenn dir dein Outfit nicht gefällt oder auch die Farbe deiner Puppe, können wir das gerne umlackieren oder dir was Neues holen. Gar kein Problem. Alle Wünsche, die du hast, erfüllen wir dir. Nein, nein, schon gut, Mama. Das ist alles in Ordnung. Also auch mein Outfit und auch meine Puppe. Finde ich gut so. Jetzt helf mich hier raus. Dann komm mal her. Hm, wie sieht's hier eigentlich aus? Das ist aber nicht mein Zimmer. Das sieht so anders aus. Alles irgendwie komisch. Alles ist Gold. Und was ist das für ein Riesengarten da durch das Fenster? Also ich bin wirklich verwundert über dein Verhalten. Das war schon immer dein Zimmer. Ich weiß nicht, geht es dir vielleicht nicht gut? Sollen wir den Hofarzt verständigen? Lass mich mal schauen, vielleicht hast du ja Fieber. Hm. Nein, Mama, mir geht's ordentlich in Ordnung. Alles gut bei mir. Oh, und ich habe sogar ein Sofa in meinem Zimmer, das wollte ich schon immer haben. Das haben nur große Kinder. Juhu, ich habe ein Sofa, ein Sofa, ein Sofa. Doink, doink, doink. Emma, du kannst doch nicht auf diesem Kanapee herumhüpfen. Das gefällt mir nicht und deinem Vater sowieso nicht. Also, das ist kein Verhalten für eine Prinzessin. Prinzessin? Hä? Wo ist Papa eigentlich? Dein Vater ist sehr beschäftigt. Heute hat er vermutlich keine Zeit für dich. Hm, das verstehe ich nicht. Papa hat immer gesagt, ich kann zu ihm kommen, wenn irgendwas ist. Und jetzt möchte ich zu Papa. Ich gehe da jetzt einfach hin. Wo ist er denn? Halt, Emma, du kannst nicht einfach zu deinem Vater gehen. Warum denn nicht? Ich will aber jetzt dahin. Wo ist Papa? Emma, das habe ich dir schon so oft gesagt. Wir müssen erst den Diener fragen und er muss dann mit dem König sprechen. Hallo, der König kann die Prinzessin nun empfangen. Also ich verstehe das hier alles nicht. Erst muss ich sogar einen Termin machen, damit ich zu Papa kann. Alle sagen Prinzessin und ich habe Geschenkpapier an. Kommen Sie, Prinzessin Emma, kommen Sie. Verehrter König Martin, darf ich sprechen? Die Prinzessin Emma möchte Sie treffen. Nun gut, lass sie eintreten. Ich habe etwas Zeit. Hallo Papa, warum sitzt du auf so einem komischen Stuhl? Und was hast du eigentlich an? Das sieht seltsam aus. Hast du eine Strumpfhose an? Bitte? Junge Prinzessin, das ist sehr, sehr unhöflich. So redet man mit dem König nicht. Papa, ich komme mal hier auf deinen Schoß. Was soll das denn? Was ist das nur für ein Verhalten? Hinfort mit dir, zu deiner Mutter. Solch ein Verhalten kann ich nicht unterstützen. Warum darf ich denn nicht da drauf? Diesen Thron darfst du erst besteigen, wenn du Königin bist. Und das bist du lange noch nicht. Nun fort mit dir. Ja, ich gehe ja schon, Papa. Du bist total blöd. Ach, was ist das nur für ein schlechter Umgang der Prinzessin? Ach, das hat sie auf jeden Fall nicht von mir, nicht vom König Martin. Hm, ich finde das hier alles blöd. Nur meine goldene Puppe ist ganz in Ordnung. Aber ich finde das als Prinzessin echt nicht so schön, wie ich mir das gedacht habe. Emmalein, stehst du auf? Es gibt was zu essen. Du hast doch noch gar nichts gegessen, Emma. Hm? Mutter, ist denn die Tafel schon gedeckt? Ich bin Herzog von Eimerkopf und ich werde diese Burg jetzt angreifen. Mein Katapult hatte keine Wirkung. Ich werde hochklettern. Machen Sie sich gefasst, König Julian. Ha! Sie haben keine Chance, Herzog Eimerkopf. Hier, der König Julian von Schande. Der wird hier alles... Das gehört alles mir. Hey, runter! Diese Leiter hier, die heilige Leiter, die dürfen Sie nicht benutzen. Ich werde die runterkicken, ganz, ganz einfach. Oh, je, Herr Jemine, wie soll ich denn jetzt hier hochkommen? Hm? Ha, der König hat es mal wieder geschafft, seine Burg zu verteidigen. Und ich, der Eimerkopf, Ritter Eimerkopf, muss ich jetzt in die Flucht geschlagen geben. Hm. Auf Nimmerwiedersehen, Herzog Eimerkopf. Wag es ja nie wieder, mein Königreich hier anzugreifen. Ich warne dich. Hm, ach ja, König Julian. Bye.
diesem Bett herunterkommen. Ich meine von der Burg. Ohne Leiter. Oh nein. Spielstopp. Mama, ich brauche deine Hilfe. Mama. Ja, was ist denn hier los? Wie seht ihr überhaupt aus? Oh, Mama, das sieht man doch. Ich bin König Julian von Schande und ja, ich komme hier nicht von meiner Burg runter. Also von meinem Bett, du musst mir helfen. Ja, weil König Julian, der war so blöd und hat einfach die Leiter runtergetreten und jetzt steckt er fest. Ich finde, er sollte da sitzen bleiben als Strafe. Ach, ihr zwei seid ja lustig. Dann hast du jetzt deine Leiter wieder, König Julian. Ich hoffe, das ist zu deiner vollsten Zufriedenheit. Na, vielen Dank, Frau Mutter. Dafür hast du vielleicht eine Belohnung verdient. Du kannst mir gerne einen Donut bringen, wenn du möchtest. So, und weil du diese gute Tat begangen hast, schlage ich dich jetzt zur Königin oder was möchtest du werden? Oder Prinzessin oder Ritterin? Zum Ritter. Okay, zum Ritter von, was ist das? Gelbhaar oder Goldhaar. Du darfst dir das so aussuchen. Oh, ich glaube, ich wurde noch niemals in meinem Leben zum Ritter geschlagen. Super. Glückwunsch. Viel Spaß euch beiden. Ich glaube, meine Aufgabe ist hier erledigt. So, Emma, das war's. Ich habe meine Burg verteidigt. Ich habe gewonnen. Julian, wir können doch noch weiterspielen. Wir können ja jetzt um mein Prinzessinnen-Schloss spielen. Ich bin die Prinzessin und du greifst das Schloss an. Wie wäre das? Wie bitte? Was? Dieses Schloss hier, das ist doch mega klein. Wie soll ich denn hier draufstehen und so? Das geht doch gar nicht. Aber na klar geht das. Guck, ich kann da auch drauf. Weißt du was? Das ist mir viel zu klein. Du kannst gerne damit alleine spielen. Danke. Aber Julian, wir können doch noch mit dem Prinzessinnen-Schloss spielen. Das ist total fies. So, der blöde Eimer kommt jetzt ab. Ich bin jetzt nicht mehr Herzog von Eimerkopf. Ich finde mein Prinzessinnen-Schloss schön. Das wäre richtig toll für ein Spiel. Ich wäre dann Prinzessin Emma. Und ich würde die ganze Zeit auf meinem Balkon sein und nach unten gucken und mein ganzes Königreich im Auge behalten und gucken, was so los ist. Alles in bester Ordnung. Moment, die Kutsche da hinten. Ah, okay, alles verladen. Gut. Mein Schloss ist gigantisch und ich herrsche hier. Och, es ist schon ziemlich anstrengend, eine Prinzessin zu sein. Oh, ich kann es mir richtig gut gehen lassen. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Wobei, eine Sache fehlt mir da noch, um glücklich zu sein. So eine schöne Tasse Kakao. Oh, Prinzessin Emma, wie ich Ihren Gedanken entnehmen konnte, möchten Sie eine Tasse Kakao, richtig? Ja, das gibt's doch wohl nicht. Die können ja auch meine Gedanken lesen. Ja, Kakao. Lecker. Vielen Dank. Das haben Sie wirklich vorzüglich hinbekommen, diesen Kakao. Oh, Prinzessin Emma, das freut mich sehr zu hören. Ich verabschiede mich dann von Ihnen mit einem kleinen Knicks. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich oder ich lese Ihre Gedanken. Gut. Alles gut. Ich weiß Bescheid. Viel Spaß noch. Prinzessin Emma, ich störe Sie nur sehr, sehr ungern, aber wir haben da ein kleines Problem. Was meinen Sie? Ein Problem? Was für ein Problem? Nun ja, es geht um Ihren Bruder, Graf Julian. Er möchte Sie sprechen. Soll ich ihn reinlassen? Tun Sie das, ja. Ich bin gespannt, was er mir zu sagen hat. Also, hier ist Graf Julian der Erste. Darf ich eintreten? Prinzessin Emma, Graf Julian möchte eintreten. Ist ihm das gestattet? Was sagen Sie dazu? Sei es ihm gestattet. Ja, er darf eintreten. Das können Sie ihm sagen. So soll es sein, Prinzessin. Treten Sie ein, Herr Graf Julian. Vielen herzlichen Dank. Ich habe der Prinzessin auch ihre liebsten Blumen mitgebracht. Prinzessin Emma, schauen Sie, diese Blumen, einfach nur vorzüglich. Wie können Sie es nur wagen, mit der Prinzessin direkt zu sprechen? Das geht nicht. Alle Gespräche laufen über mich. Das ist korrekt. Also, wenn der Graf Julian mit mir reden möchte, dann nur über meinen Angestellten. Und wenn er Quatsch macht, dann gibt es eine Strafe. Dann wird nämlich die königliche Katze, ich meine Panther, auf Graf Julian gehetzt, damit wir uns verstanden haben. Ja, ich habe verstanden, Prinzessin. Ich habe es verstanden. Nun gut, also Graf Julian, sprechen Sie. Warum sind Sie hier? Antworten Sie, Graf. Die Prinzessin hat Sie etwas gefragt. Wenn es mir nur einfallen würde, der königliche Panther, der ist schon... Oh, ich habe ein bisschen Angst vor dem. Mir fällt es wieder ein. Ich möchte wieder in dieses Schloss hier einziehen, obwohl ich ein bisschen Quatsch gemacht habe und auch nur ein bisschen Gold geklaut habe. Aber ich möchte hier wieder bitte einziehen, bitte. Ein bisschen Gold? Du hast die kompletten Kronjuwelen geklaut.
Prinzessin Emma, schauen Sie nur, ich falle auf die Knie vor Ihnen. Bitte lassen Sie mich wieder entschlossen, bitte. Das muss ich mir erst noch überlegen. Also die Blumen sind ja sehr schön, aber du musst dem heiligen Kakao Tribut zollen. Nichts leichter als das. Oh, du schöner, heiliger Kakao. Ich liebe dich, du bist so lecker. Na, reicht das? Und was sagen Sie, Prinzessin? Bitte, bitte lassen Sie mich hier wieder einziehen. Ich möchte nicht mehr ins Königreich Schnösel. Da ist alles nur Gold und das möchte ich nicht. In Ordnung, es sei dir gestattet. Es gibt noch Wohlwollen in dieser Welt. Ach, Prinzessin Emma, Ihre Gnade. Ich bin so glücklich. Ich könnte glatt hier den königlichen Panther knutschen, aber oh, ich lasse es lieber. Oh, schönes Kätzchen, ganz, ganz ruhig. Wie können Sie es nur wagen, Graf, den königlichen Panther anzufassen? Dafür gibt es eine Strafe. Eine Woche ab in den Kerker. Ab in den Kerker mit ihm! In den Kerker! Oh nein, für eine Woche? Naja, wenigstens wohne ich dann im Schloss. Ab mit Ihnen! In den Kerker! In den Kerker! Ab in den Kerker! Los, in den Kerker! Lassen Sie mich durch, eine Lieferung für die Prinzessin Emma! Halt stehen geblieben, Sie können hier nicht durch. Haben Sie einen Passierschein? Haben wir einen Passierschein? Ich weiß es nicht. Unsere Ladung ist der leckerste Kakao der ganzen Welt. Höchstpersönlich für unsere Prinzessin Emma. Also wenn es so ist, können Sie natürlich passieren. Hier entlang bitte. Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Ach Mann, das ist irgendwie langweilig allein zu spielen. Ich muss so viele Leute sprechen und auch so viele andere Sachen machen. Es wäre viel toller, wenn ich noch wen anderes hätte, der mit mir spielt. Ich frag mal Julian. Julian! Ist der schon wieder nicht da? Och Mann, ich hab doch letztens auch mit ihm das mit dem Herzog von Eimerkopf gespielt. Mann, Julian ist immer bei Julius. Der hat nie Zeit für mich. Ich guck mal, was Hanna so treibt. Also gut Schwung holen, mit den Händen nach oben, dann mit den Händen auf den Boden und die Beine nach oben. Und dann lehne ich mich an den Tisch. Oh, das hat gut geklappt. Hm? Hanna, was machst du denn da? Oh, Emma, du hast mich erschreckt. Was soll das denn werden? Spielst du, den Baum, der abgesägt wurde? Nein, das war ein Handstand und der sah richtig toll aus, kurz bevor du reinkamst. Oh, ach so. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob wir nicht was machen wollen. Komm mit, Hanna, ich habe eine viel bessere Idee, als Handstand zu machen. Komm. Okay, ich komme ja schon mit, aber was willst du denn machen? Ab in mein Zimmer. Wir können mit meinem Prinzessinnen-Schloss spielen. Das wird richtig toll. Das habe ich letztens schon mal gemacht. Okay, und was sollen wir da genau machen? Als erstes denken wir uns eine Geschichte aus. Also ich bin Prinzessin Emma und mir gehört das Schloss. Alles klar, ich bin dann Prinzessin Hanna und kann ich vielleicht auch in deinem Schloss wohnen? Das kommt gar nicht in Frage. In dem Schloss, da wohnt nur Prinzessin Emma. Okay, ja gut, aber vielleicht kann ja Prinzessin Hanna mal Prinzessin Emma besuchen. Nun gut, aber nicht länger als 3 Tage, dann musst du wieder gehen. Was sind das nur für komische Teile, die ich mir da hab andrehen lassen? Wie funktioniert das überhaupt? Und 1 und 2 und 3 und 1 und 2 und 3. Und das Ding scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Oh, diese doofen Fidget-Rasseln. Dina! Ja, was wünscht sie denn, Prinzessin Emma? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wo ist denn der andere Diener hin? Der mit dem Hut? Also der ist zum Mau-Mau-Spielen verabredet. Heute bin ich da. Oh Mann. Na gut, die können mir sicherlich auch weiterhelfen. Also, diese Fidget-Rasseln, die sind kaputt. Das bringt überhaupt nichts. Ich soll mich entspannen. Das funktioniert nicht. Die sollen sofort weg. Und finden Sie denjenigen, der mir das angedreht hat. Ich habe verstanden, Prinzessin Emma. Ich werde mich sofort auf die Suche begeben. Moment. Eine Sache wäre da noch. Derjenige, der die mir angedreht hat, der soll in den Kerker geworfen werden und eine Woche nur Rosenkohl zu essen bekommen. Ich denke, das sollte als Strafe genügen. Rosenkohl? Ist das nicht eine etwas zu große Strafe? Nein, ganz und gar nicht. Und befolgen Sie meine Befehle. Ich bin schließlich Prinzessin Emma und diese Teile, die wandern in die Tonne. Doch, nur Schere reinmachen, die Fidget-Rasseln. So was Blödes. Ja, ich habe verstanden. Ich nehme sie und werde mich sofort darum kümmern. Mann, oh Mann. Oh, so ein Leben als Prinzessin ist ganz schön anstrengend. Da habe ich auch noch eine ganze Kiste voll Gold für diese Fidget-Rasseln bezahlt. Das war Abzocke. Entschuldigen Sie, Prinzessin Emma. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Schlechte Nachrichten? Was denn noch? Leider ist die Kakaolieferung noch nicht da. Sie sind gerade beim Abladen, aber es ist noch kein Kakao für Sie da. Also heute gibt's leider nur was anderes. Oh nein, das ist ja der schlimmste Tag in meiner ganzen Amtszeit. Kein Kakao. Stattdessen
Währenddessen habe ich für Sie nur Schokoladenpudding. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Demnächst dann wieder Kakao. Entschuldigen Sie bitte. Oh nein, meine Kutsche ist kaputt gegangen. Dabei habe ich doch heute einen wichtigen Termin. Mich wollte doch jemand in meinem Schloss besuchen. Zum Glück ist ausgerechnet meine Kutsche hier vor dem Schloss meiner Schwester kaputt gegangen. Hier kann ich um Hilfe bitten. Hallo, was wünschen Sie? Also, ich bin Prinzessin Hannah. Ich bin die Schwester von Prinzessin Emma. Und leider ist meine Kutsche kaputt gegangen. Ich brauche Hilfe. Sehen Sie sich das doch mal an. Die kompletten vorderen Räder sind weggebrochen. Kann ich das hier reparieren lassen? Oh, Moment. Ich muss mal kurz einmal schauen, ob ich sie hereinlassen darf. Prinzessin Emma, vor der Tür ist eine junge Dame. Sie sagt, sie wäre ihre Schwester Hannah. Darf ich sie hereinbitten? Nun gut. Ja, das ist erlaubt von mir. Aber zuallererst soll der königliche Panther kommen. Schließlich soll er mich beschützen. Wer weiß, was Hannah im Schilde führt. Oh, Prinzessin Emma, vielen Dank, dass du mich empfängst. Das mache ich doch gerne. Kommt drauf an, was du von mir möchtest. Oh, was für eine schöne schwarze Katze. Wage es ja nicht, den königlichen Panther anzufassen. Dafür ist Prinz Julian bereits ins Gefängnis gekommen. In den Kerker. Eine Woche. Oh, ja, Entschuldigung. Also, ich bin hier, weil meine Kutsche kaputt gegangen ist. Und ich brauche dringend Hilfe. Kann vielleicht jemand hier meine Kutsche reparieren? Sie kann sicherlich repariert werden. Aber hast du nicht eine Sache vergessen? Oh, wie konnte ich es nur vergessen? Es tut mir so leid, Prinzessin Emma. Oh, du heiliger Schokopudding. War das nicht letztens noch Kakao? Ich zolle dir mein heiliges Tribut. Nun gut, du hast alles erledigt, was ich von dir verlangt habe. Deine Kutsche soll repariert werden. Fürs Erste kannst du erstmal noch hierbleiben. Das ist wirklich sehr gütig von Ihnen, Prinzessin Emma. So bin ich. Naja, zu den richtigen Leuten. Nicht zu Julian, aber vielleicht zu Hannah. Ich werde jetzt nach oben gehen. Dort oben werde ich mich auf meiner Sänfte ausruhen. Prinzessin Hannah, Sie können mir gerne folgen. Selbstverständlich, Prinzessin Emma. Wenn es genehm ist, würde ich gerne hier meinen Besuch empfangen. Könnten Sie das vielleicht dem Prinzen von Schönhausen mitteilen? Selbstverständlich, Prinzessin Hannah. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oh, Prinzessin Emma, Sie haben hier einen wunderschönen Ausblick vom Balkon. Ganz hübsch, oder? Komm gar nicht auf die Idee, hier einziehen zu wollen. Oh, da hinten in der Ferne kann ich meinen Besuch sehen. Prinz von Schönhausen kommt. Ich kann nichts sehen. Besuch? Prinz von Schönhausen? Also für mich ist er nicht. Dann wohl für Prinzessin Hannah. Dina, ich brauche mein Fernglas. Dann wollen wir doch mal sehen, wie dieser Prinz von Schönhausen aussieht. Ach du meine Güte, von Schönhausen. Also wenn das nicht passt, der ist ja wunderschön. Ach, ist dieser Prinz nicht einfach nur bezaubernd? Er ist mein Prinz. Prinz von Schönhausen. Emma von Schönhausen klingt auch gut. Ich glaube, ich bin verliebt in Prinz von Schönhausen. Ach, wie herrlich, wenn er hier erstmal einzieht und wir ein gemeinsames Königreich haben. Emma, du kannst nicht Prinz von Schönhausen heiraten. Prinzessin Hannah ist schon mit dem befreundet. Das ist mir doch schnurzpiep egal. Das ist jetzt mein Prinz. Emma, das geht nicht. Normalerweise muss man dann darum kämpfen. Du kannst dir einen eigenen Prinzen suchen. Das ist meiner. Hannah, ich kämpfe hier nicht drum. Sofort raus aus meinem Zimmer. Das ist mein Prinzessinnenschloss. Du bist jetzt gefeuert, oder? Raus jetzt. Du ziehst aus. Na toll. Und wer repariert jetzt meine Kutsche? Ich jedenfalls nicht. Ein weiterer Tag im Königshaus von Emma. Prinzessin Emma. Hey, lass das. Es kitzelt. Mal schauen, ob du noch deinen Trick kannst. Alle-op! Hui, brave Katze, schön! Oh, grün-gütiger! Prinzessin Emma, werden Sie vom königlichen Panther angegriffen? Ich werde helfen! Nein, gar kein Problem, Dina. Alles in bester Ordnung. Jetzt mach schön Sitz. Hast du gehört? Ach, fast hätte ich's vergessen. Wie konnte ich nur, Prinzessin Emma? Oh, du heiliger Cupcake. Du mit deinem schönen Vanilletopping. Oh, wie du schmeckst. Apropos Cupcake, wie war eigentlich der Schokodonut, den ich Prinz von Schönhausen geschickt habe? Wie hat er darauf reagiert? Nun ja, Prinzessin Emma, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber der Prinz von Schönhausen, der hat eine Schokoallergie. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Wie bitte eine Schokoallergie? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ob wir da überhaupt zusammenpassen? Mein gesamtes Königreich gründet auf Schokolade. Und Prinz von Schönhausen hat eine Schokoallergie? Oh, ich weiß nicht.
Und bevor ich es vergesse, Ihr Bruder, der Graf Julian, der befindet sich immer noch im Kerker. Was soll mit ihm geschehen? Lassen Sie ihn frei. Er soll für mich eine Aufgabe übernehmen. Er soll Bote werden. Rettet die Wale. Hey, ihr da, rettet die Wale und vielleicht auch die Delfine. Und wie wär's mal mit neuem Wasser hier? Rettet das Wasser. Nein, ich brauche Wasser. Hey, oh, kann mich nicht mal hier jemand rauslassen? Es tut mir ja leid. Also nicht wirklich. Doch, es tut mir leid. Ich will raus. Oh, dieses Gold. Oh, warum liebe ich denn Gold so? Och, nö, deswegen bin ich jetzt hier im Kerker und komm ich jetzt mal bitte wieder raus? Hey! Oh, bitte, kann ich nicht bitte hier raus? Dieser Rosenkohl, der kommt mir hier raus. Oh nein, ich möchte nicht mehr. Prinzessin Emma, bitte, es reicht. Ich habe keine Lust mehr. Graf Julian, was wird das denn da? Warum liegen Sie denn auf dem Boden? Sind Sie krank? Nein, ich will raus. Kann ich jetzt bitte raus? Und sag mir jetzt nicht, du hast mir Rosenkohl gebracht oder so. Dann habe ich gar keinen Hunger mehr. Ich bin schon Rosenkohl. Graf Julian, ich werde Sie freilassen, aber nur unter einer Bedingung. Sie müssen etwas für uns erledigen. Segnet seist du, alter Mann. Ich meine, gnädiger alter Mann. Was soll ich denn tun? Naja, das war's wohl, Klobürste. Also, du hast mir einen sehr, sehr guten Dienst erwiesen, aber das war's jetzt. Bis auf nimmer Wiedersehen. Graf Julian, ich habe eine besondere Aufgabe für Sie. Sie werden Botschafter des Königshauses. Und Prinzessin Emma möchte, dass Sie Prinz von Schönhausen und Prinzessin Hanna einladen. Das ist Ihre Aufgabe. Mehr nicht? Also, das sollte ich auf jeden Fall hinbekommen. Und falls ich es nicht hinbekomme, dann bitte nicht wieder in Kerker, bitte nicht! Nun ja, Graf Julian, das werden wir dann später entscheiden, oder die Prinzessin Emma. Naja, wenigstens bin ich jetzt wieder frei. Und so ein Botschafter zu sein, das ist doch gar kein Problem, das schafft doch heutzutage jeder. Aber Graf Julian, warten Sie. Sie müssen noch zu Prinzessin Emma für die Besprechung, aber gehen Sie erstmal duschen. Sie stinken ja! Prinzessin Emma, ich nehme die Aufgabe als Botschafter an. Ich werde mein Bestes tun, nicht wieder im Kerker zu landen. Und wenn ich Gold finde, dann weiß ich nicht was. Nein, dann bringe ich es zu dir. Nun gut, Graf Julian. Bitte bringen Sie dann den Prinzen von Schönhausen und auch Prinzessin Hanna zu mir. Zum Kaffee und Kuchen lade ich Sie ein. Ei, Captain, ich meine natürlich Prinzessin. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Also ich möchte mich zwar nicht beschweren, aber so ein hässliches Pferd, muss das denn wirklich sein? Oh, nö, und dann noch so in Pink und Lila, och, klasse. Und wir können jetzt nicht stehen bleiben, wir müssen eine Tafel decken. Sie müssen das machen. Aber natürlich, Prinzessin Emma, ich werde alles sofort erledigen und der Kuchen, oh nee, der muss ja auch noch gebacken werden, och, nö. Seien Sie willkommen hier im Schloss von Prinzessin Emma. Seien Sie gegrüßt. Bitte hier entlang, Prinzessin und Prinz. Vielen Dank. Dankeschön. Ach. Das sieht ja zauberhaft hier aus. Oh, da hat sich ja jemand besonders Mühe gegeben. Ich habe auch frische Blumen mitgebracht, Prinzessin Emma. Was für ein schöner gedeckter Kaffeetisch das auch ist. Ich werde so herzlich empfangen. Ach, das finde ich ja schön. Oh, hallo, Prinz von Schönhausen. Schön, dass du da bist. Danke für die Blumen. Ich habe mir gedacht, du könntest direkt hier neben mir sitzen. Da ist auch nur ein Platz frei. Oh, diese Blumen, die sind wirklich bezaubernd, Prinz. Ich werde sie mal schnell in eine Vase stellen. Ach, Prinzessin Emma, ich frage mich, hat denn mein Besuch irgendeinen Grund? Ach, ich mach's mir erstmal gemütlich und werde mir eine schöne Tasse Tee genehmigen. Eigentlich keinen bestimmten Grund. Außer, dass ich ihn heiraten will. Er ist so toll. Nehmen Sie ruhig den Tee. Psst, Hanna, also irgendwas hat doch Emma mit dem Prinzen vor. Oh Mann, ich glaube, sie mag ihn. Oh, ich glaube, sie findet ihn richtig toll. Dabei ist das doch mein Prinz. Aber mit diesem tollen Schloss, da kann sie ihn bestimmt um den Finger wickeln. Prinz von Schönhausen? Ich dachte mir, ich könnte Ihnen ja mal mein Königreich zeigen, mein Schloss und auch vielleicht Ihr Königreich bald. Oh, das ist wirklich sehr freundlich, Prinzessin Emma. Ich möchte nur eben noch kurz meinen Tee austrinken, wenn das möglich ist. Ach, den Tee können Sie auch ruhig mitnehmen, hier entlang. Ich zeige Ihnen mein ganzes Schloss. Oh Mann, es wird ihm sicherlich gut gefallen und dann will er sofort hier einziehen, mich heiraten und dann wird er mein Prinz. Und Hanna, die kann mir gestohlen bleiben. Du Hanna, schau mal, ich glaube, du hast den Kampf verloren um den Prinzen. Die ziehen da einfach von dann. Das kann sie doch nicht machen. Ich habe ihn zuerst kennengelernt. Das ist mein Prinz von Schönhausen. Na, wir werden noch sehen, wer ihn abbekommt. Du kommst hier nicht rein. Heute möchte ich keinen Besuch empfangen. Ach, bitte, Prinzessin Nein, Emma. Nein, auf gar keinen Fall. Zutritt nicht gewährt. Hast du wenigstens Kakao dabei oder Schokoladenpudding oder Donuts, irgendwas davon? Nein, hab ich nicht. Aber lass mich doch bitte rein. Ich will auch in dein Schloss. Auf gar keinen Fall. Wenn du keine Gaben dabei hast, kannst du es direkt vergessen. Sonst hätte ich mir vielleicht noch überlegt. Na, ihr beiden Mäuse, spielt ihr schön gemeinsam? Oh, da kommt direkt ein neuer Eindringling.
Ding. Na gut, Prinzessin Hannah, bei dir mache ich eine Ausnahme, aber die andere darf nicht rein. Prinzessin Hannah, ich schließe schnell das Tor auf, damit du mit deiner Kutsche hineinreiten kannst. Oh, vielen Dank, Prinzessin Emma. Sie sind so gnädig. Leute, was ist denn mit mir? Kann ich nicht auch reinkommen? Nein, Sie können doch nicht einfach hier rein. Das ist mein Schloss. Wer sind Sie überhaupt? Oh, mein liebes Pferd, du hast mich so gut hierher gebracht. Vielen Dank. Ach, jetzt seid doch nicht so. Ich bin doch Prinzessin Claudia. Wir kennen uns doch, oder? Hm? Prinzessin Claudia? Ich habe sie noch nie gesehen und den Namen, der sagt mir überhaupt nichts. Ach, doch, doch, Prinzessin Emma. Prinzessin Claudia ist auch mit uns verwandt. Lass sie doch auch rein. Prinzessin Claudia? Verwandt? Na gut, dann dürfen Sie eintreten. Oh, da habe ich ja gerade noch mal Glück gehabt. Langsam wird's auch dunkel, glaube ich. Nachher kommen die Wölfe. Also, Prinzessin Claudia, ich habe jetzt keine Zeit, mich großartig um Sie zu kümmern. Sie können sich ja hier in meinem Schloss umschauen. Wenn irgendwas ist, einfach melden. Ach, das ist wirklich total freundlich von Ihnen, Prinzessin Emma. Ich werde mich gut benehmen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie mich aufnehmen. Also gut, ich will jetzt nicht weiter gestört werden. Oh, was für ein Morgen schon wieder. Ich komme gar nicht zur Ruhe. Ich warte nur auf meine Schokoladenlieferung. Und jetzt habe ich auch noch hier Prinzessin Claudia. Keine Ahnung, was sie möchte. Immerhin habe ich dich, du königlicher Panther. Falls irgendwas sein soll, dann musst du einfach zubeißen. So haben wir dich trainiert. Ich mache währenddessen ein kleines Schläfchen. Aber du, königlicher Panther, du pass auf mich auf. Oh je, was beobachte ich denn da? Was macht Prinzessin Claudia denn? Oh, hier ist ja eine wirkliche Unordnung und das in einem Prinzessinnenschloss. Ich glaube, das muss ich aufräumen. Also das ganze Geschirr, das ist ja vollkommen ungeordnet. Gläser, Tassen, Teller, ach, das muss ich in Ordnung bringen. Oh je, Prinzessin Claudia kennt wohl Prinzessin Emma nicht. Das wird wirklich Ärger geben. Sollte ich sie vorwarnen? Oder soll ich der ganzen Sache einfach freien Lauf lassen? Was ist das denn? Das ist aber keine Suppenschüssel, das ist doch ein Hut. Und der lag bei dem Geschirr? Ach, was für eine Unordnung. So, jetzt ist alles wieder ordentlich. Und den Hut, den bringe ich am besten ins Ankleidezimmer. Oh, du liebes Kätzchen. Ganz ruhig, ich tu dir nichts. War da gerade was? So? Oh, du bist ganz schön groß und hast so scharfe Zähne. Bitte friss mich nicht. Prinzessin Claudia, was machen Sie denn hier? Sie haben mir nichts zu suchen. Lassen Sie gefälligst den königlichen Panther in Frieden. Sie haben sich hier einfach reingeschlichen. Und was haben Sie da in der Hand? Meinen Hut. Oh, das ist Diebstahl. Ich wusste, dass ich Ihnen nicht trauen kann. Prinzessin Hannah, da sind Sie ja. Ich brauche Ihre Hilfe. Wir müssen Prinzessin Claudia fesseln. Sie hat was gestohlen. Und dann soll sie in den Kerker. So was dulde ich in meinem Königshaus nicht. Schon Julian hat versucht, die Kronjuwelen zu stehlen. Und jetzt Prinzessin Claudia. Oh, ich darf niemandem trauen. Es ist gut so, Prinzessin Emma. Ich habe Prinzessin Claudia jetzt gefesselt. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Was macht ihr beiden denn mit mir? Ich wollte den Hut nicht stehlen. Ich wollte nur ein bisschen aufräumen. Eine Diebin bist du. Nein. Welche Räuberin gibt denn bitte den Diebstahl zu? Ab in den Kerker, nach unten. Ab in den Keller. Aber Prinzessin Emma, meinst du wirklich oder meinen Sie wirklich, dass Prinzessin Claudia den Hut stehlen wollte? Na, selbstverständlich. Prinzessin Hannah, gucken Sie sich doch mal diesen schönen Hut an. Jeder möchte so einen haben und Prinzessin Claudia ganz bestimmt. Was für eine Diebin. Hinterhältig. Hallo, eine Schokoladenlieferung für Prinzessin Emma. Lassen Sie mich rein. Oh, die Schokoladenlieferung ist eingetroffen. Ich komme. Immer herein. Ich habe Sie schon sehnsüchtig erwartet. Keine Zeit verlieren. Was haben Sie denn alles mitgebracht für mich? Wir haben Donuts, Kekse, Schokolade und Kakao. Alles, was Sie gewünscht haben. Schauen Sie, leckere Spezialitäten aus dem ganzen Königreich. Ich hoffe, da ist was für Sie dabei. Spitzenmäßig. Den nehme ich mir direkt raus. Und den Rest, den können Sie in die Vorratskammer bringen. Das wird vielleicht 2 Tage halten. Wird sofort erledigt. Ich werde alles in die Vorratskammer einräumen. Oh, ich liebe Donuts. Da kann ich direkt all meine Sorgen vergessen. Was war nochmal? Ach, egal. Hannah, Emma? Hallo? Wie lange muss ich denn jetzt hier noch im Kerker bleiben? Hallo? Also, so hatte ich mir das auf jeden Fall nicht vorgestellt. Ich wollte doch nur mit den beiden Prinzessinnen spielen. Und jetzt bin ich im Kerker. Emma, ich habe ein richtig lustiges neues Spiel entdeckt. Willst du auch mal? Zeig mal her, was ist das denn? Sieht cool aus. Hallo? Hannah, Emma? Oh, ich werde noch verrückt hier. Also, wie lange sollte ich jetzt in diesem Kerker bleiben? Das haben die mir überhaupt nicht gesagt. Nicht, dass sie mich vergessen haben. Das Spiel ist doch schon vorüber. Hannah, Emma! Och, irgendwie ist es in letzter Zeit so langweilig, seitdem Emma nicht mehr da ist. Sie nervt zwar manchmal, aber wir können doch immer schön zusammen spielen. Jetzt habe ich schon mein ganzes Zimmer aufgeräumt. Pia, wollen wir vielleicht zusammen spielen? Och, du siehst müde aus. Ich lasse dich lieber in deinem Käfig.
Jetzt sitze ich hier und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Langweilig. Vielleicht mit Julian spielen? Ja, ich hätte Lust, mal wieder mit dem Prinzessinnenschloss von Emma zu spielen. Vielleicht hat Julian ja auch Lust. Ich werde ihn direkt mal fragen. Hey Julian, was machst du? Oh, was ist das denn bitte für eine Frage? Ich versuche hier gerade ein paar neue Tricks. Komm, wir gehen in Emmas Zimmer und spielen mit dem Prinzessinnenschloss. Guter Scherz, guter Scherz. Komm schon, ganz Julian. Ganz bestimmt nicht, nein. Dann muss ich alleine spielen. Was denke ich mir denn mal Schönes aus? Mir fällt gerade auf, wenn Emma nicht da ist, dann gibt's ja auch gar keine Prinzessin da in dem Schloss. Dann kann ich ja vielleicht als Prinzessin Hannah da einziehen. Ich werde mich direkt mal mit meiner Kutsche auf den Weg machen und dort nach dem Rechten sehen. So, stehen geblieben, Pferdchen, wir sind da. Das hast du gut gemacht. Och, du hast so schönes, weiches Fell. Jetzt bleib stehen, wir müssen das Tor öffnen. Oh, wir haben Glück, das Tor ist auf. Einfach kurz hier den Hebel hochschieben und die Tür öffnen. So, komm rein. Und jetzt werde ich mal das Tor hinter mir verschließen, dass kein anderer mehr reinkommt. Schließlich bin ich jetzt hier Prinzessin Hannah. So, ich werde dich mal von der Kutsche befreien. Dann kannst du hier ein bisschen rumlaufen und ein bisschen Gras fressen. Aber bleib bloß hier in der Nähe, also nicht weiter weglaufen. Und ich gehe jetzt mal rein ins Schloss. Dann hoffe ich doch mal, dass dieses Tor hier auch auf ist. Einmal drücken. Und schon bin ich drin. Und es sieht eigentlich auch alles so aus wie immer. Nur, dass Prinzessin Emma nicht da ist. Oh, der königliche Panther ist auch da. Hoffentlich wird er nicht gefährlich. Ich werde mich mal ganz langsam annähern. Ach, der ist ganz lieb. Die Emma, die tut nur immer so, als wäre der gefährlich. Der ist ganz flauschig. Aber ich werde ihn vorsichtshalber mal weglocken. Guck mal, was ich hier für dich habe. Ein großes Stück Fleisch. Komm, Kätzchen, fang, fang. So, den bin ich, glaube ich, schon mal los. Dann kann ich mich direkt auf den Thron setzen und dann ist Prinzessin Hannah hier die Herrscherin. Oh, der Thron ist auch so wunderschön und aus purem Gold. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich bin ich die Herrscherin vom Königreich. Haha. Und was mache ich jetzt so als Königin? Oh, was ist denn da hinten noch in der Ecke? Da hat Prinzessin Emma wohl was versteckt. Ein großer Kakao- und Schokoladenvorrat. Also, den werde ich gerne für Emma auffuttern. Was war das denn da vorne für ein Geräusch? Ist da jemand? Vielleicht war es nur der Panther. Der scheint aber ganz zufrieden zu sein. Hallo, guten Tag, ich bin's, Graf Julian. Ist jemand zu Hause? Hallo? Oh, Graf Julian kommt zu Besuch. Hallo, ja, ich bin hier zu Hause. Die Herrscherin übers Königreich, Hannah, die Prinzessin. Oh, der königliche Panther ist mal wieder da. Ich sollte ihn lieber nicht stören. Braves Kätzchen. Wie bitte? Hannah, die Herrscherin? Nee. Also da, wo Emma... Wenn jetzt Prinzessin Emma nicht da ist, dann bin ich doch jetzt hier der Herrscher, oder? Graf Julian. Nein, wenn Prinzessin Emma nicht da ist, bin ich die Herrscherin. Nein. Also Prinzessin Hannah hat hier das Sagen. Ganz bestimmt nicht. Mach mal Platz, ich gehe hier auf den Nein, Thron. Nein, halt! Außerdem finde ich, dass mir der Thron hier viel, viel besser steht als dir. Also ich muss sagen, daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Aber den Panther, den muss ich eigentlich nicht mehr haben. Wobei, der könnte vielleicht draußen bleiben. Hey, braves Kätzchen. Graf Julian, verlass sofort den Thron. Nö. Das ist mein Thron. Nö. Du bekommst auch Schokolade und Kakao. Also denkst du wirklich, dass Schokolade und Kakao dafür, dass das reichen würde? Niemals, hier niemals. Ich bin hier der Herrscher. Graf Julian hat jetzt das Sagen. Also ich bin der Meinung, dass Prinzessin Hannah hier das Sagen hat. Aber wir können ja vielleicht einen kleinen Wettbewerb machen. Wer als erstes oben ist und dann wieder unten ist. Wer läuft am schnellsten die Treppen hoch und runter? Also ganz schnell hier einmal hoch. Und dann oben umdrehen und wieder runterlaufen. Also gegen so einen Wettbewerb habe ich eigentlich nichts. Darauf lasse ich mich doch ein. Ich werde ja sowieso gewinnen, also pff. Na gut, der Wettbewerb startet sofort. Wie? Stell dich auf. Okay, ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Na, hast wohl den Start verpasst. Wo bleibst du denn, du lahme Ente? Och Mann, mit meinen Schuhen geht das überhaupt nicht gut. Ich stolper immer. Dann laufe ich einfach barfuß weiter. Dann bin ich auch schnell und kann Julian wieder aufholen. Aufholen? Also das wird sowas von schwierig. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Tschüss. Ich werde es mir gemütlich machen auf dem Thron. Na, warte. Ich hole dich auf. Ich gewinne. Au, so Hilfe. Ich bin gefallen. Und ich stolper über dich. Hey, das war nicht fair. Oh, hey. Na toll. Musstest du mal hier im Weg rumliegen? Nee. Du hast mir so eine Stolperfalle hier gebaut, damit ich nicht gewinne. Das war sowas von unfair. Also du kannst auf keinen Fall eine Herrscherin werden. Tut mir leid. Oder, Graf Julian, wie wär's, wenn wir uns das Königreich teilen und gemeinsam auf dem Thron sind? Auf gar keinen Fall. Ich bin hier der Herrscher. Ach, komm schon. Du könntest vielleicht über den Süden vom Königreich herrschen und
Ich könnte über den Norden herrschen. Und du kriegst auch eine extra Vanillemilch. Was? Und Kakao. Was? Okay, da bin ich doch dabei. Also ich finde, das ist ein guter Deal. Also so eine Vanillemilch nehme ich doch immer mit. Kein Problem, dann machen wir das so. Ich sag dir, diese Vanillemilch, die ist die beste im ganzen Königreich. Und ich finde, der Thron ist auch groß genug für uns beide. Oh, schauen Sie doch mal, wie finden Sie meine neuen Kronjuwelen? Oh, Prinzessin Emma, Sie sehen wirklich fabelhaft aus. Wirklich ganz, ganz famos. Mhm, das will ich auch hoffen. Hätten Sie was Schlechtes gesagt, hätte ich gleich den königlichen Panther auf Sie gehetzt, so wie jetzt. Oh, um Gottes Willen, ich habe doch gar nichts gesagt. Sie sehen wirklich ganz, ganz, ganz toll aus. Wirklich, wirklich. Oh Mann, es klappt jedes Mal wieder. Die haben ganz schön Angst vor dir. Dabei tust du doch gar nichts. Oder doch? Prinzessin Emma, Sie haben aber wirklich sehr, sehr viel neuen Schmuck. Also ist das nicht ein bisschen übertrieben? Was soll das heißen, übertrieben? Eine Prinzessin kann gar nicht genug Schmuck haben. Sie muss doch zeigen, wie reich sie ist. Aber zwei Ketten? Also eine würde doch wirklich vollkommen reichen. Was tust du da? Ja, guck doch, die steht mir doch viel besser als dir, Prinzessin Emma. Wie konntest du es wagen, die Halskette der Prinzessin Emma zu stehlen? Gib sie sofort wieder her. Bitte, von was redest du, Prinzessin Emma? Eine Halskette? Habe ich niemals gesehen. Na, warte du! Los, königlicher Panther, schnapp sie dir! Hanna, gib das sofort wieder her! Wo hast du es hingetan? Lass mich! Wo ist meine Kette? Ich weiß ganz genau, du hast sie weggenommen. Wo hast du sie hingetan? Ich hab gar nichts weggenommen. Du lügst! Hier hast du sie irgendwo. Hier vielleicht unter deinem T-Shirt. Lass mich in Ruhe! Wo ist Mama! Die Kette? Was ist denn da schon wieder los? Was macht ihr da oben? Mama! Ach, herrje, das klingt gar nicht gut. Was ist denn bei euch los, ihr beiden Streithähne da schon wieder? Hanna hat mir was weggenommen. Geh sofort von mir runter. Ach, Emma, du kommst sofort jetzt von Hanna runter. Was machst du da eigentlich? Ich gehe gar nicht weg. Ich bleib jetzt so lange hier sitzen, bis sie mir wieder meine Kette gibt. Mann, oh Mann, ihr beiden. Hanna, hast du dich verletzt? Ist alles in Ordnung bei dir? Was? Warum sorgst du dich denn um sie? Sie hat mich bestohlen. Alles gut, Mama. Nichts passiert. Und ich habe Emma nichts weggenommen. Die spinnt doch schon wieder rum. Kinder, vielleicht sollten wir einfach einen kleinen Ausflug machen. Wenn ihr die ganze Zeit hier seid, dann streitet ihr euch viel mehr. Wie wär's, wenn wir einfach eine Runde shoppen gehen? Kommt mit! Ja, und wenn wir shoppen sind, dann kannst du mir direkt eine neue Kette kaufen, die du mir geklaut hast. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Und das war sowieso meine Kette, die hat Emma mir geklaut. So, ich hoffe, ihr beiden habt euch jetzt vertragen und ich will jetzt kein Drama hier im Shoppingcenter sehen, hm? Nö, ich hab ihr gar nicht verziehen. Die hat immer noch meine Sachen. Glaub ihr kein Wort. Also von mir aus können wir gerne los. Schau mal, Max, wie findest du denn diese Handtasche hier? Die würde perfekt zu meinem Outfit passen, oder nicht? Oh, da hinten ist ja Frau Zahl und Herr Chillig. Oh, ups, da ist gerade Hanna mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Anmarsch. Max, hau lieber ab. Ich will nicht, dass die beiden uns sehen. Mama, lass uns doch mal Frau Zahl Hallo sagen. Die ist da hinten. Ja, da komme ich auf jeden Fall mit. Aber war sie eben gerade nicht noch in Begleitung? Wo ist denn die Begleitung hingelaufen? Oh, ich finde solche Läden so langweilig. Hier sind nie irgendwelche Kleider, die mir passen. Immer nur für große. Ach, hallo, was machen Sie denn hier? Hallo, Hanna. Hallo, Frau Zahl. Wo ist denn der Herr Chillig hin? Herr Chillig? Ich wüsste nicht, was er hier mit mir im Shoppingcenter machen sollte. Wir sind doch nur Kollegen, Hanna. Und apropos Frau Vogel, Sie haben wirklich so einen tollen, ausgesprochenen Kleidergeschmack. Kaufen Sie hier etwa Ihre Kleidung immer? Ja, ab und zu kaufe ich hier ein. Das ist schon richtig. Oh, was ist das denn? Ich traue meinen Augen nicht. Das ist doch echtes Gold. Kronjuwelen. Na, meine Kleine, interessierst du dich für den Schmuck? Der ist aber wirklich nicht ganz billig. Also, wenn Sie wollen, können wir uns gerne mal gemeinsam hier umschauen. Vielleicht ist ja was für Sie dabei. Dann kann ich Ihren Styleberater spielen. Wie wär's denn mit diesem Kleid hier, Frau Zahl? Hm? Das könnte Ihnen gut stehen. Meinen Sie wirklich? Also, ich weiß ja nicht... Doch, Frau Zahl, auf jeden Fall. Probieren Sie das mal an. Das wäre perfekt für Sie. Das ist genau Ihre Farbe. Na gut, wenn du wirklich so begeistert bist davon, Hanna, dann werde ich das mal anziehen. Oh, ich hätte diese Goldsachen so gerne. Die würden mir perfekt stehen. Ich als richtige Prinzessin brauche doch auch richtigen Schmuck. Teuren Schmuck. Wie sehe ich aus? Gar nicht meins, oder? Also, Sie sehen toll aus, Frau Zahl. Allerdings würde ich sagen, das Kleid könnte ruhig eine Nummer kleiner sein. Das mache ich schon. Ich frage mal gerade nach, ob die das noch da haben. Entschuldigung, haben Sie das türkise Kleid mit den Blumen vielleicht auch noch in der Nummer kleiner? Oh, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Ich werde mal kurz im Lager nachsehen. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Oh, das ist meine Chance. Jetzt geht die Verkäuferin weg. Dann könnte ich mir den Schmuck vielleicht mal ausleihen, so wie Hanna sich auch meine Kette ausgeliehen hat. Mann, oh Mann, das Zeug ist ganz schön schwer, aber das ist so schön, wie das glänzt. Wie bei einer richtigen Prinzessin.
Und jetzt nichts wie weg. Ich darf ihn nicht erwischen lassen. Tut mir wirklich leid, aber dieses Kleid haben wir nur noch in der Größe da. Das ist ein Einzelstück. Ach, vielen Dank. Naja, dann wird's das wohl nicht werden. Oh Mann, die ganze Schmuckauslage ist leer. Ich wurde ausgeraubt. Und da ist auch schon der Dieb, der sich gerade aus dem Staub machen will. Stopp, stehen geblieben. Wo ist eigentlich Emma hin? Die habe ich total aus den Augen verloren. Emma? Da hab ich dich. Wolltest du einfach mit dem Goldschmuck abhauen? Den musst du bezahlen. Emma, was hast du denn da für ganze Sachen am Körper? Wolltest du die etwa stehlen? Nein, Mama, ich wollte die nicht stehlen. Ich wollte mir die nur ausleihen. Ich hätte die vielleicht nächste Woche wiedergebracht. Oh Mann, Emma, du kannst doch nicht einfach Sachen mitnehmen hier aus dem Laden, ohne zu bezahlen. Also mir tut das wirklich unendlich leid, dass meine Tochter hier einen langen Finger hatte und ihre Sachen stehlen wollte. Die sind wirklich schön, aber sie kann sie leider nicht haben. Nicht zu bezahlen. Also mir tut das auch leid, aber ich hätte die auch wieder zurückgebracht. Vielleicht irgendwann bald, ja. Also ich hätte sonst eine Strafanzeige gestellt, aber du bist so niedlich, ich kann dir gar nicht böse sein. Schon in Ordnung. Ach je, was für ein Desaster. Wir sollten lieber nach Hause gehen, Mädels. Emma, und die Kette von vorhin, die habe ich doch genommen, aber das war meine, die hast du mir vorher weggenommen. Und das ist kein Grund, hier im Laden zu stehlen. Hab ich's doch gewusst. Du bist ein richtiger Dieb, nicht so wie ich. Gar nicht. Das war's, Hannah. Du darfst nie wieder einen Fuß in das Königreich Emma setzen, auf gar keinen Fall. Die sind aber ganz schön schnell abgehauen. Haben die vielleicht Verdacht geschöpft, dass Max doch irgendwo ist? Max, wo bist du? Wo hat er sich eigentlich versteckt? Oh Mann, mir ist echt langweilig. Was kann man denn in Ferien alles so erleben? Vielleicht finde ich ja irgendwie ein paar gute Ideen hier im Internet. Hannah, was machst du denn da? Schon wieder im Internet surfen? Oh, du machst den ganzen Tag nichts anderes. Ach, das stimmt doch gar nicht, Emma. Ich gucke nur gerade, was man alles so in Ferien erleben kann. Also Ideen gegen Langeweile. Vielleicht finde ich ja irgendwie was. Ich will irgendwie was anderes machen. Das ist doch toll, du hast nichts zu tun. Dann kannst du doch mit mir zusammen spielen. Komm mit, wir spielen Prinzessinnen. Ja, okay, ich komme. Okay, Emma, dann spielen wir mit deinem Prinzessinnenschloss. Und hast du auch schon eine Idee, wie die Geschichte hier ablaufen soll? Also ich bin natürlich die Prinzessin, Prinzessin Emma, so wie immer. Und du bist meine Schwester, so wie in echt. Okay, Emma, aber leider siehst du gar nicht aus wie eine Prinzessin. Ich weiß, ich stelle mir das dann immer im Spiel so vor. Schade, ich wäre gerne Prinzessin, eine echte. Ich habe eine Idee. Lass mich das mal machen. Also hier noch festdrücken und hier noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Komm mit, Emma. Schau dich mal im Spiegel an. Du siehst toll aus. Oh, was ist das? Kein Prinzessinnenkleid, aber ich habe so einen Anzug. Cool, und da sind Sterne drauf. Und was ist denn das für eine Mütze? Gefällt mir auch ganz gut. Oh, danke, Hannah. Ich sehe ganz anders aus. Richtig toll. Habe ich gerne gemacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh Mann, Emma, wie siehst du denn aus? Bist du jetzt ein Busfahrer geworden oder was? Oh, Julian, halt dich zurück. Sie ist kein Busfahrer. Sie ist eine Prinzessin. Das sieht man ja wohl. Na, warte. Also entweder Busfahrer oder Bäcker. Oh, komm, Emma, wir gehen rüber. Wir müssen uns das nicht anhören. Julian, du spinnst wieder rum. Okay, dann kannst du jetzt losgehen. Ich bin jetzt die richtige Prinzessin und du bist Prinzessin Hannah, meine Schwester. Und dann, wie geht's weiter? Und in dem Prinzessinnenschloss findet eine Modenschau statt. Was hältst du davon? Ach, dann will ich ja mal klopfen. Hoffentlich empfängt mich Prinzessin Emma. Prinzessin Emma, ich glaube, es ist jemand an der Tür. Ich werde mich darum kümmern. Mhm. Da bin ich doch mal gespannt, wer zu Besuch kommt. Ja, Sie wünschen? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin die königliche Modeberaterin und ich bin hier wegen Prinzessin Emma. Ich habe feinste Seide mitgebracht. Ganz tolle Gewänder. Alles für Prinzessin Emma. Oh, das wird Sie sicherlich freuen. Dann kommen Sie mal rein. Prinzessin Emma, darf ich Ihnen die neueste Mode vorstellen, die neue Sommerkollektion? Aber selbstverständlich doch, tolle Sachen sind das. Was ist das für ein Lärm? Oh, jetzt reicht's aber mit diesem Prinzessinnenschloss hier, das kommt jetzt raus, weg damit! Och, Julian, wir sind mitten im Spiel, du hast die ganze Geschichte kaputt gemacht. Hannah, weißt du was, das ist mir sowas von egal, das hat nichts in meinem Zimmer zu suchen, damit das klar ist. Und was ist jetzt mit Emma los? Bist du irgendwie ein Schleimmonster oder sowas in der Art? Bitte was? Ich bin Prinzessin Emma. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich steck dich ins Gefängnis. Oh Mist, Emma. Dein Kleid ist total zerlaufen. Ich habe das ja aus Knete gemacht und jetzt ist alles kaputt. Schade. Also, damit das klar ist, das hier ist die Zimmergrenze und darüber darf das Prinzessinnenschloss nicht hinaus, damit das klar ist. Ja, ist ja gut. Wir haben es verstanden und jetzt hau ab. Oh ja. Ihr könnt jetzt beide aus meinem Zimmer rausgehen. Mein schönes Kleid. Oh, na toll, jetzt ist Emma auch auf mich sauer. Alles nur deine Schuld, Julian. Wo wollt ihr zwei denn hin? Ich wollte gerade zu Emma. Oh, also Mama, das würde ich mir zweimal überlegen. Prinzessin Emma ist heute ziemlich schlecht gelaunt.
Oh, ich wollte gern Prinzessin sein und jetzt ist alles futsch. Oh, ich bin das richtig doof. Und keine Prinzessin würde jemals ein Kleid aus Knete tragen. Oh, das macht doch keine Prinzessin. Alles in Ordnung bei dir, Emma? Was ist denn los? Guck dir das doch mal an, Mama. Mein ganzes Kleid ist hinüber. Ach, herrje, lass mal sehen, Emma. Also ein Knetkleid, das ist wirklich nichts für eine Prinzessin. Ich finde es einfach richtig blöd. Ich habe kein großes Prinzessinnenschloss. Ich muss immer mit dem Kleinen spielen. Und ich bin auch keine richtige Prinzessin. Und nichts wie bei einem Prinzessinnenschloss. Ach, Emma, ich weiß, was du meinst. Vielleicht können wir dein Zimmer ein bisschen umgestalten, hm? Dass es ein bisschen mehr aussieht wie ein Prinzessinnenschloss, oder? Oh, das wäre spitzenmäßig. Am besten das ganze Haus. Alles soll aussehen wie von einer Prinzessin. Okay, ich werde das mal mit Papa besprechen. Vielleicht hat er ja eine Idee, wie wir das Ganze ein bisschen umgestalten können. Okay, Martin, also folgendermaßen. Emma möchte gerne, dass ihr Zimmer ein bisschen mehr aussieht wie von einer richtigen Prinzessin. Und das können wir vielleicht ein bisschen umgestalten. Also ich hätte nichts dagegen, wenn sie ihr Zimmer umgestalten möchte. Ich kann auch helfen gerne. Vielleicht ist es auch nicht nur ihr Zimmer. Wahrscheinlich will sie das ganze Haus hier in so einem Prinzessinnen-Look haben. Ja, wieso auch nicht? Martin, jetzt machst du vielleicht noch Scherze, aber ich glaube, das will sie wirklich. Sie möchte, dass unsere Luxusvilla ein Prinzessinnenschloss wird. Ja, super Idee. Die ganze Luxusvilla wird hier einfach so in rosa gestrichen. Warum auch nicht? Na gut, ich glaube, Martin ist nicht so ganz davon überzeugt. Oh, das ist die Idee. Die ganze Luxusvilla rosa streichen. Ja, wie bei meinem Prinzessinnenschloss. Papa findet das, glaube ich, auch gut. Hat er gerade gesagt, ich gehe mal in die Garage, da sollten wir noch Farbe haben, weil das Schlafzimmer von Mama und Papa ist ja auch pink. Perfekt. Ich habe einen Eimer mit Farbe und auch einen Pinsel. Das sollte reichen. Kriege ich hin. Wie malen ist das? Hm? Wo sind denn auf einmal alle hin? Interessiert wohl keinen, was ich hier mache. Also Mama und Papa, das ist Musical.ly. Dazu kann man tanzen. Wusstet ihr das? Oh, also an eurer Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtig. Sonst packt das Hannah noch ins Internet rein und dann ist es peinlich, so wie bei mir letztens. Oh, Julian, hör doch auf, so Gerüchte zu verbreiten. Also, wenn ihr ein Video machen wollt, Mama und Papa, dann stelle ich das nicht ins Internet. Wirklich nicht. Also hat ja eh keiner was dagegen. Papas okay habe ich ja. Dann kann ich ja mal loslegen. Direkt hier die Hauswand anmalen. Ich weiß ja nicht. Also für mich ist das nicht dieses Musical.ly. Ich guck mal nach Emma. Emma, Emmalein, Schätzchen, Prinzessin, wo bist du denn? Also Fernsehen guckt sie auch nicht. Komisch. Wo steckt sie denn? Ach du Schreck, ist die Tür ja auch... Emma, wo bist du? Oh, nicht, dass sie abgehauen ist. Emma! Keine Panik, Papa. Ich bin ja wieder da. Ich muss nur noch einen Eimer Farbe holen. Da war doch noch einer in der Garage, oder? Aber warte mal, einmal, was hast du da draußen gemacht, junge Dame? Das muss ich mir jetzt ansehen, leider. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, warum nur in Pink? Oh, ich glaube, Papa mag die Farbe nicht so gern, aber ich finde Rosa so schön. Emma, du hast schon gehört, dass es Essen gibt, ne? Komm ruhig runter. Also darauf höre ich nicht, ich rühre mich nicht von der Stelle. Keine Ahnung, ob sie mich verstanden hat, aber ich denke, wenn sie hungert, kommt sie schon von ganz alleine runter. Also, normalerweise muss ich sagen, gehen deine Spiegeleier sowas von gar nicht, Papa, aber diesmal waren die ganz okay. Also, was hast du denn damit gemacht? Oh, du hast es bemerkt? Oh, super, Julian. Also, ich habe diesmal so frische Kräuter dazugegeben. Also, du hast es bemerkt? Klasse. Ja, Papa, das hat echt gut geschmeckt. Und ich finde, Emma hat echt was verpasst. Ich werde mich jetzt aufs Sofa flezen. Also, irgendwie ein bisschen seltsam ist es ja schon, dass Emma überhaupt nicht zum Essen erschienen ist. Ich werde mal oben nachgucken, was mit ihr ist. Keine Ahnung, vielleicht ist sie ja eingeschlafen oder sie hat einfach nur Spiegeleier gehört. Dann verstehe ich, dass sie nicht gekommen ist. Okay, Emma, jetzt musst du wirklich hartnäckig sein. Nicht von der Stelle rühren. Emma, was ist denn los bei dir? Du sitzt hier wie angewurzelt. Ist irgendwas passiert? Bist du sauer? Emma, auf diesen Namen höre ich nicht. Wie, was? Auf den Namen hörst du nicht? Oh, ist das wieder irgendeine Art von Spiel? Wie soll ich dich denn sonst nennen? Na, Prinzessin Emma, so will ich angesprochen werden. So und nicht anders. Oh, Entschuldigung, Eure Hoheit. Prinzessin Emma, ich mache einen Knicks. Ich verbeuge mich vor euch. Ja, schon gut, so schon besser. Okay, ja. Na gut, Prinzessin Emma, dann komm bitte mit nach unten. Da ist noch Abendbrot für dich. Also, du verpasst was. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Oh, ich glaube, sie hat es immer noch nicht verstanden. Prinzessinnen, die gehen doch nicht einfach. Habe ich irgendwie was falsch gesagt? Emma, Essen kommen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Prinzessin Emma, bitte zum Essen. Als Prinzessin Emma werde ich nicht einen Fuß vor den anderen setzen. Ich gehe doch nicht. Wenn, muss ich getragen werden in der Sänfte oder so. Ach, Herr Jemine, wenn es sein muss, dann eben so. Emma, du bist doch schon echt groß und ganz schön schwer. Naja, Mama trägt dich trotzdem. So, Emma, Prinzessin Emma, darf ich dir dann was auftun? Na, so wird man doch nicht königlich behandelt. Was soll das denn sein? Och, nö. Oh, Prinzessin Emma, es tut mir wirklich leid. Oh Mann, Claudia, was machst du denn da nur? Darf ich Ihnen Abendessen servieren? Nein, sowas esse ich nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist nichts für meinen königlichen Gaumen. Emma, Schätzlein, also bitte, so läuft das nicht. Ich meine, du solltest dankbar dafür sein, dass ich dir jetzt mal Essen hier gemacht habe und das jetzt nicht irgendwie nicht essen wollen.
Das habe ich jetzt nicht gehört. Ich wurde nicht korrekt angesprochen. Außerdem möchte ich jetzt ins Wohnzimmer getragen werden. Na gut, Prinzessin Emma, euer Wunsch ist mir Befehl, selbstverständlich. So, Prinzessin Emma, dann kannst du schön mit deinen Geschwistern und mit deinem Vater Fernsehen gucken, hm? Oh nein, doch nicht das Wohnzimmer, doch nicht mit den anderen Leuten, oh nein. Was heißt denn hier andere Leute? Also was hast du uns gegen uns auszusetzen? Wir gucken doch immer zusammen fern. Nein, nein, nein. Mutter, ich möchte in das andere Wohnzimmer getragen werden. Mit dem Fußvolk gucke ich kein Fernsehen. Oh, was soll das denn heißen, Fußvolk? Nein, nein, nein. Was, ich meine, ich bin so schnell wie der Wind. Ist das jetzt was Schlechtes oder was? Na gut, Prinzessin Emma, dann eben nicht. Dann musst du wohl alleine Fernsehen gucken. Ist das nicht ein bisschen einsam? Keine Ahnung, ob ich das persönlich nehmen soll. Ich habe hier schließlich nichts getan. Ach, mach dir nichts draus, Schatz. Ich meine, es ist wieder einer ihrer Spiele. Ne? Prinzessin Emma und so. So, Prinzessin Emma, dann habe ich sie jetzt hier richtig im Wohnzimmer platziert. Ich hoffe, das ist alles zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Nicht ganz. Was ist mit dem Kissen? Das muss noch ausgeschüttelt werden. Ach, selbstverständlich, das hätte ich ja fast vergessen, also. Schon besser. Ach, ja, jetzt kann ich richtig Fernsehen gucken. Also, Prinzessin Emma, wenn Sie noch einen Wunsch haben, dann rufen Sie einfach nach mir. Claudia, Mensch, wie verhältst du dich überhaupt? Ich bin hier die Herrin im Haus. Kein Untertan, aber naja, es ist nur ein Spiel. Ich mache dir einfach mit. Was höre ich da, Prinzessin Emma? Da muss ich ein bisschen genauer zuhören. Na, anscheinend haben die ja königlichen Besuch bei sich zu Hause. Oh, diese Wanzen haben sich sowas von gelohnt im Telefon. Na, das wird mal wieder eine fette Beute. Jetzt muss ich nur an diese Prinzessin Emma kommen. Die hat bestimmt ein paar Bodyguards und so. Oh, ich werd stinkreich, wenn ich diese Prinzessin kidnappe. Oh, ich bin reich, reich. Millionen werde ich haben. Könntet ihr mal ein bisschen Platz machen? Ich möchte mich bitte zum Fußvolk setzen. Oh Mama, musst du jetzt auch damit anfangen? Ich meine, was bedeutet das überhaupt? Ist ja auch egal. Also was ist denn mit Emma jetzt los eigentlich? Also das soll Prinzessin Emma sein. Naja, die Bodyguard sehe ich nicht. Die kommt mir aber bekannt vor. War das nicht die aus Sekita? Mit den Juwelen? Oh doch. Oh, so lässt es sich wirklich leben. Ich habe meine Ruhe. Ich kann Peppa Wutz gucken und keiner stört mich. Ach, ein richtiges Prinzessinnenleben. Jetzt nur noch ganz, ganz ruhig und ganz leise an sie ranschleichen. Oh ja. Keine Ahnung, was mit Emma los ist. Sie denkt, sie ist eine Prinzessin. Prinzessin Emma. Emma, hast du noch einen Wunsch? Ich meine natürlich Prinzessin Emma. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich gucke Peppa Wutz. Oh Mann, das war ja richtig knapp. Fast hat sie mich entdeckt, aber nun gut, ich bin ein Meister. Oh Mann, ich glaube, das wird Peppa Wutz auch richtig gut gefallen, als richtige Prinzessin zu leben. Vielleicht hat sie ja Lust, hier einzuziehen. Tja, jetzt habe ich dich, Prinzessin Emma. Hilfe! Hat sie jetzt Hilfe geschrien oder so? Ich meine, greifen jetzt die Ritter an oder wie? Oh, dieses Spiel. Ha, ein richtiger Goldesel, diese Prinzessin. Lass mich runter! Warum bewacht dich denn keiner? Na egal, besser für mich. Keine Ahnung, ob das Teil des Spiels war. Von Rittern weiß ich nichts. Ich guck noch mal nach ihr. Vielleicht kann ich ihr doch noch einen Wunsch erfüllen. Außerdem hat sie noch kein Armbrot gegessen. Prinzessin Emma? Hast du noch einen Wunsch? Prinzessin Emma! Wo ist sie denn hin? Und die Tür steht auf. Emma? Claudia, Schatz, was ist denn jetzt los? Sind die Ritter wirklich da und haben die Burg eingenommen? Martin, nein, das ist jetzt kein Spiel mehr. Emma ist weg. Also Prinzessin Emma, Emma, unsere Tochter, sie ist einfach verschwunden. Claudia, Schatz, was soll das jetzt heißen, sie ist verschwunden? So ein Spiel oder nicht? Sie weiß doch ganz genau, dass sie nicht einfach so alleine raus darf. Oh nein, und wir haben ihre Hilfeschreie gar nicht ernst genommen. Was ist, wenn ihr was passiert ist? Wo ist sie? Tja, jetzt ist wohl das Fußvolk gefragt. Also ich möchte jetzt gucken, was passiert ist. Ich meine, ich bin ja auch irgendwie Detektiv ein bisschen. Was sollen wir denn jetzt hier? Und wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin keine richtige Prinzessin. Also schon, aber nein. Ach, diese Masche kenne ich schon. Dass du nicht die Prinzessin bist. Natürlich bist du sie. Nur weil ich dich gekidnappt habe. Also mir wäre das jetzt irgendwie ein bisschen zu blöd. Ich gehe jetzt nach Hause. Das ist hier direkt an der Kita. Ich kenne den Weg. Stehen geblieben, Prinzessin Emma. Hey. Du bist mein kleiner Goldesel. Ich meine, ich möchte die Millionen von deiner Königsfamilie. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich bin keine echte Prinzessin. Ich habe ein Prinzessinnenschloss, aber das ist zum Spielen und wir haben keine Millionen. Ja, aber natürlich. Wart's nur ab. Bald habe ich die Millionen auf meinem Konto. Sie werden dich schon vermissen und nach dir suchen und mir das Geld geben. Das ist absoluter Quatsch. Ich gehe gleich nach Hause. Ich verstehe das nicht. Woher weißt du überhaupt, dass ich Prinzessin Emma bin? Tja, siehst du das nicht? Ich bin ein Profidieb und ich habe so meine Masche. Bald bin ich reich, super reich. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, haben Sie gesagt, dass Ihre Tochter aus dieser Tür hier hinausgegangen ist. Und das nicht selbstständig? Okay. Ganz genau, sie würde nicht abhauen. Ich meine, wenn hätte sie was gesagt, aber sie hat um Hilfe gerufen und wir haben es halt nicht ernst genommen. Wir haben Fernsehen geguckt, da drüben. Also eins ist klar, wenn sie jetzt wirklich entführt wurde, also dann, okay, ich will eigentlich nicht ihr Zimmer, weil ich bin ihr großer Bruder, ich muss sie verteidigen und der bekommt es dann mit mir zu tun.
Oh, Martin, warum haben wir sie nicht einfach ernst genommen? Ich meine, es war ein Spiel, aber dann irgendwie nicht mehr. Ich mache mir solche Vorwürfe. Also, ich frage mich, warum ein kleines Kind entführt wird. Habt ihr eine Idee? Also, an diese Tür muss auf jeden Fall unsere Spurensicherung dran. Also, dann haben wir bestimmt irgendwie eine Spur zum Dieb oder zum Täter oder wie auch immer. Hey, wartet, hier ist gerade ein Brief reingekommen und da ist irgendjemand auch weggelaufen. Moment, nicht anfassen diesen Brief. Das könnte ein Beweismittel sein. Ein Beweismittel? Was steht denn drin? Los, lesen Sie es schon vor. Tatsächlich, es ist der Brief von ihm anscheinend oder von ihr. Und er möchte, das ist ein Erpresserbrief, der will 1 Million Euro. Er hat Prinzessin Emma entführt, steht hier. Also wir werden den Brief auf jeden Fall mitnehmen und auf Spuren untersuchen. 1 Million Euro, wo sollen wir denn so viel Geld hernehmen? Und Moment mal, warum weiß er denn, dass sie Prinzessin Emma heißt? Also irgendwie ist das alles total verwirrend. Das finde ich auch, aber woher weiß er das so, dass sie dieses Spiel gespielt hat? Vielleicht ist dieses Haus verwandt oder so. Tja, der Brief ist jetzt bei deinen Eltern. Sie müssen mir jetzt nur das Geld geben. Das werden die auf gar keinen Fall machen. Ich habe doch schon gesagt, meine Eltern, die haben nicht so viel Geld. Meine Mutter hat einen Café, okay, und mein Papa ist Feuerwehrmann. Die haben noch nicht 1 Million. Also, wir haben was rausgefunden. Das hier ist der gesuchte Mann. Und anhand der Fingerabdrücke konnten wir das rausfinden und ihn identifizieren. Einen Moment bitte. Ich muss mir dieses Gesicht einbringen. Du Fiesling. Also, wenn ich dich erwische, dann bist du dran. Okay, das ist der Täter, aber wie ist denn nur hier reingekommen? Und, oh Mann, wir müssen Emma finden und den Täter noch dazu. Naja, ziemlich klug ist der Täter irgendwie nicht, weil er möchte das Geld irgendwie in der Kita bekommen. Oder an der Kita, naja. An der Kita? Vielleicht versteckt er sich auch irgendwo da. Wir haben doch jetzt das Foto und wir wissen, dass er irgendwo an der Kita ist. Wir müssen ihn finden. Ja, auf was warten wir denn dann noch, Leute? Los geht's und ich mit meiner Spürnase ganz vorne. Was stinkt hier? Ach, das sind die Spiegeleier. Also, liebe Familie Vogel, schön, dass Sie mitgekommen sind, aber am besten warten Sie jetzt hier an dem Auto. Den Rest übernehmen wir. Also, mein Mutterinstinkt sagt mir, irgendwo hier in der Nähe muss Emma sein. Ja. Also, an der Kita konnten wir nichts finden, aber diese Gartenlaube, die sieht irgendwie verdächtig aus. Oh, ich bin ganz schön müde, dieses ewige Diskutieren mit diesem Kidnapper. Ich bin nicht Prinzessin Emma, das war nur ein Spiel. Ich wär's gerne, aber naja, ich mach jetzt Mittagsschlaf auf diesem Benzintanker hier. Hände hoch! Und nicht aufstehen vom Rasenmäher! Sitzen bleiben! Was? Wo kommen Sie denn auf einmal her? Oh, habt ihr mich gefunden? Oh nein. Oh yes, die Polizei ist da. Jetzt werde ich befreit. Cool. Tja, mein Freundchen, jetzt kommst du ins Gefängnis. Aber sowas von, als das mit den Erpresserbriefen. Also das läuft ja nicht so gut bei dir. Aber ich war doch letztens erst im Gefängnis. Oh, naja, wie viele Jahre sind es diesmal? 10? 20? Ach, meine Kleine, du musst wohl Prinzessin Emma sein. Wie geht's dir denn? Ganz geht's dir genau. Gut? Er hat dir bestimmt einen riesen Schreck eingejagt. Ja, alles in Ordnung soweit. Ich könnte nur einen großen Kakao vertragen. Mann, oh Mann, ich saß hier echt auf dem Trockenen. Na dann komm mal her, ich werde dich zurück zu deiner Familie bringen. Und Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Schon in Ordnung. Oh wow, jetzt fühle ich mich wie eine richtige Prinzessin. Die Polizei trägt mich sogar cool. Hey Emma! Da bist du ja endlich. Alles in Ordnung, meine Kleine? Hallo Leute, für euch immer noch Prinzessin Emma. Wobei, das hat mir ganz schön viel Ärger eingebrockt. Ich will nach Hause.